Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu Total War Rome 2 Rise of the Republic. Wir haben hier... Wer ist das nochmal? Irgend so ein komischer Barbar. Ich reagiere schon römisch. Nein, das sind die Räter. Und ich bin mal gespannt, ob da jetzt guter Rat teuer sein wird. Die kommen hier nämlich tatsächlich mit Angriffsschiffen. Und ich persönlich bin mir nicht ganz sicher. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fernkämpfer. Und hier 1, 2, 3 leichte etruskische Speerkämpfer, sowie einmal wahrscheinlich hier richtige Hopliten. Wir haben 1, 2, 3, 4 davon. Wir werden es einfach versuchen. Ich gehe mal davon aus, dass die zahlenmäßig schlicht schon mal unterlegen sein werden pro Schiff. Aber ich weiß es nicht. So, da sind sie auch schon. Ja, der Balken ist jetzt auf einmal so richtig schön zu unserem Vorteile gedreht. Und ich möchte meine Männer jetzt hier auch so schnell wie möglich anlanden. Die werden wieder rumbacken wie Hölle. Ich sehe es jetzt schon kommen. Wir können versuchen, den Gegner auf jeden Fall... Ich weiß nicht, wo er anlanden wird. Er wird es vielleicht hier versuchen oder auch hier. Da müssen wir jetzt einfach mal warten. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall Roarii und Hastati. Die werden uns hoffentlich ein... Ja, zumindest kein Nachteil sein. Jetzt legen wir einfach mal direkt los. Rudert, ihr Schweine! So, das dürften eigentlich weniger sein. Ja, das sind nämlich nur 60. Das sind also wirklich, das ist wirklich eine Flotte, die jetzt hier angreift. Das heißt, an Land sind die uns definitiv unterlegen. Zumindest zahlenmäßig. Ich hoffe einfach... Oh, geil, die landen tatsächlich an. Dass ich das noch erleben darf. Die kommen jetzt, glaube ich, auch tatsächlich hier an, oder? Doppelte Geschwindigkeit. Zu Befehl. Stellen wir die mal jetzt hier auf. Doppelte Geschwindigkeit. Irgendwie ist das Schäps hier gerade. Wie die jetzt hier dastehen. Ich weiß es nicht. Wir stellen jetzt unsere Männer einfach hier auf. Kommen die jetzt hierher? Das wäre eine schöne Todesfalle. Dann kann ich nämlich hier gleich schon mal ein paar runterräumen. Oh. Das ist tatsächlich was Größeres. Da sind 100 Mann drauf, aber normalerweise wären es 160. Aber sie kommen tatsächlich hierher. Bin ich ganz sicher, ob ich das so oder so machen will. Ich sag denen auf jeden Fall jetzt erstmal allen, lauft. Lauft um euer Leben. Schnelles Marschieren, bereit zum Einsatz. Und ich will die Nahkämpfer... Ja, eigentlich, wenn die hier anlanden, ist echt gar nicht mal so blöd. Die verheizen jetzt höchstwahrscheinlich ihre Leute an uns. Steinschleuderer! Come on, come on, come on. Was mir so ein bisschen fehlt an diesen... So, sag mal, sind die doof? Die können sich nicht bewegen. Irgendwas buggt hier. Steinschleuderer! Ist nicht so günstig. Jetzt! So, wir müssen eigentlich auf die hier schießen. Die sind nämlich das Problem. So, die Speerkämpfer, die werden nämlich hier nichts ausrichten, hoffe ich mal. Die Römer sind wow, da kommen schon die Wurfspeere und haben wir gleich schon mal eine ganze Menge von denen weggemacht. Die haben doch sicherlich noch mehr Wurfspeere. Kommt, werft nochmal. Ja gut, jetzt haben wir Nahkampf. Steinschleuderer! Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt hier so eine gute Idee ist, jetzt hier so stehen zu bleiben. Die sterben jetzt auf jeden Fall. Im schlimmsten Falle ziehen wir uns halt wirklich ins Innere zurück. Das wäre jetzt vielleicht sogar eine gute Idee. So, die hier sind auch weg. Lass uns doch einfach mal reinkommen. Ich habe keine Ahnung, warum... Dieser eine Typ da...
die nächste Backstufe, Freunde, die hier gerade eben stattfindet. Werft, kommt. Ihr werdet euch wohl umdrehen können. Okay, das ist mehr als grenzdebil. Steinschleuderer! Tschüss! Eure Befehle? Das machen wir anders. Ich habe keine Lust, meine Männer jetzt hier zu opfern. Ich erwarte eure Befehle! Echt nicht. Soll der Feind anlanden und dann soll er es kassieren. Kann ich irgendetwas machen? Warte mal, kann ich ihnen sagen, sie sollen fliehen und sie dann wieder einsammeln? Dieser eine Typ steht da rum. Kann den mal einer erschießen? Die können sich nicht mal umdrehen. Zu Befehl! Halt! Ich kann gar nichts machen. Das ist ja mal wieder mal ein ganz neues Niveau hier. Wer die Formation verlässt, wird bestraft. Angriff durch KI-Gruppe bringt auch nichts. Bereit machen. Bleibt in Bereitschaft. Kampfgruppe löst sich auf. Also auf jeden Fall kommen die jetzt hier an. Diese Speerkämpfer und werden jetzt höchstwahrscheinlich meine Speerwerfer hier einfach jetzt schlachten. Wir akzeptieren, dass der Feind das jetzt hier einnimmt. Wir können es nicht verhindern. So, ihr geht, stellt euch bitte jetzt genau so hin. Zu Befehl! Doppelte Geschwindigkeit! Kommandant! Ja, es ist der Nahkampf halt hier, ne? Ist halt wichtig, dass wir jetzt hier die Gegner hier ausschalten können. Können die jetzt hier kämpfen eigentlich? Nicht mal das können sie. Na gut, dann kommt mal einfach her, versammelt euch hier und ballert den hier eine von Latz. Einheit für Einheit. Ihr könnt doch sicherlich jetzt schon schießen. Schnelles Marschieren! Doppelte Geschwindigkeit! Schießen, einfach schießen. Die landen jetzt hier so nach und nach an. Also auf jeden Fall treffe ich irgendwas. Das ist das Wichtige. Dadurch, dass sie jetzt hier anlanden, sind die auch ordentlich abgelenkt. Das läuft. Gut, 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 gut. Die sind jetzt schon mitgenommen. Die müssen so nach und nach ihre Feuerkraft reduzieren. Dass der Trupp hier halt rumsteht, hilft mir nicht wirklich weiter. Wenigstens in die Richtung gucken würden, wisst ihr? Ja, das ist ein Auffahrunfall. Das kam auch schon in der Antike vor. Normalerweise eben nicht im Wasser. So, jetzt ballert mal dir zusammen. Wobei, ne, ihr könnt eigentlich dir zusammen ballern. Kommt ihr an die ran? Ja, ihr kommt an die ran. So, jetzt ran an den Speck. Zurück, Männer. Kommt für den Beschuss. Schnappt sie euch. Schnappt sie euch. Schnappt sie euch. Und ihr schießt jetzt auf den Verein hier. Die müssen weg. Ich erwarte eure Befehle. Das geht ja mal gar nicht, ey. Der Beschuss ist halt echt die Hölle. Oh Mann, oh Mann. Also der Trupp, der löst sich ja auf. Das ist gut. Jetzt noch dir wegmachen. Jetzt ziehen wir uns hier wieder zurück. So schnell wir können.
Ich weiß nicht, was ich von diesem Scheiß hier zu halten habe. Ihr geht hier wieder zurück. Ihr geht wieder dahin. Ihr geht wieder dahin. Und ihr geht dahin. Ich bekomme einfach viel zu viel Beschuss an der Stelle. Das ist übel. Schnell dahin. Jetzt kann ich halt nur hoffen, dass sie jetzt hier anlanden. Damit ich sie irgendwie in den Nahkampf zwingen kann, weil so kann ich gerade gar nichts machen. Oh shit, das ist gar nicht gut. Die schießen da echt drüber, ey. So, landen die jetzt an? Der Feind sie woanders noch angelandet? Nö, hat er nicht. Das ist immer noch so lächerlich. Ich wünschte, ich könnte was tun. Es geht einfach nicht. Du bist mir auch keine Hilfe. Der da oben, der Typ. Ja, jetzt stehen sie so da und kommen nicht ran. Hm. Ich gebe zu, dass das so nicht gedacht war. Das ist einfach... Hey, ich bin der König der Bugs, ey. Also ohne Witz. Was ich immer wieder finde... Ich meine, aus dem Grund mache ich auch Supertester bei Total War Arena, ne? Also. Oh mein Gott. Manchen Leuten fallen solche Bugs einfach in den Schoß, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie wir da jetzt verfahren sollen. Wisst ihr was? Wir machen es wieder langsam. Ich versuch's einfach. Man kann es ja mal versuchen, von zwei Richtungen auf den Feind zu schießen. Hier schnell hinzurennen und so zack, zack, zack hin und her schießen. Wenn es eine blöde Idee ist, lassen wir es. Das ist alles doof. Die haben halt Geschossüberlegenheit, ne? Meine Hoffnung ist, dass sie nicht auf alles gleichzeitig schießen können, aber wer weiß das schon so genau. Wir erwarten eure Befehle. Steinschleuderer. Schießen die irgendwo hin? Auf jeden Fall schleudern die jetzt hier. Und die schleudern hier immer noch nicht. Ja, doch, jetzt schleudern sie endlich. Verstanden. Steinschleuderer. Nee, ist eine blöde Idee. Und zurück. Ist eine blöde Idee. Der Feind hat zahlenmäßig überlegen. Na, jetzt Schleuderer. Ich werde jetzt hier wegen dem Bug das hier nicht aufgeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ärgert mich jetzt. Wir sitzen es aus. Wir sitzen es aus. Ich melde mich bei euch wieder, falls sich hier was tut. Oder die Schlacht rum ist. Ich meine, sie müssen anlanden. Ist nicht mein Fehler. Bis gleich. Und da bin ich auch schon wieder. Ja, die Zeit ist fast jetzt runtergetickert. Ich weiß ja nicht, wie ihr zu einer solchen Situation steht, aber ich sehe das folgendermaßen. Einerseits ist es natürlich ein Bug, dass die nicht anlanden. Andererseits kann man auch damit argumentieren, auch in der Realität hätten diese Typen anlanden müssen, um diese Stadt hier zu erobern. Die Verteidiger wären, wenn sie nicht völlig verblödet gewesen wären, nicht irgendwie rausgelaufen, hätten sich zusammenschießen lassen. Du wartest natürlich auf den Feind und... hoffst, dass er dir dann in die Falle geht. Und das machen wir gerade eben. Und wenn sie nicht kommen, dann ist irgendwann Nacht. Und dann müssen sie nach Hause. Oder Schlimmeres. Weil Mami ruft oder so. Ich weiß es ja nicht, was bei den Rätern da so am Start ist. Aber wie gesagt, zweimal Bug. Einmal hier Anlande-Bug, einmal da Anlande-Bug. Ja, das ist mein Standpunkt dazu. Dann sollen sie es halt nochmal versuchen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu solchen Situationen denkt. So oder so, die haben angegriffen und wir haben jetzt gewonnen. Bäm. Es ist auf jeden Fall interessant, was die hier verloren haben. Ne? Im Grunde haben die diese drei Einheiten hier komplett verloren. Mit dieser Truppe hier können sie nicht mehr angreifen. Das ist auch ein halber Verlust. Also im Grunde haben sie eigentlich in der Summe fast 5 Einheiten eingebüßt. Das ist heftig. Wir töten mal wieder ein paar Sklaven. Wir nehmen mal wieder ein paar Sklaven, so rum.
So, sind die Sabine dran, Umbra Boyer und wir sind wieder dran. Forschung abgeschlossen, Kavalleriereform, yay! Erzielter Technologierang erfahren Infanterie 3. Sind wir also direkt jetzt hier durchgeprescht und haben jetzt hier alle drei Stufen. Sehr gut. Wir könnten jetzt natürlich noch hier weitermachen. Was gibt's denn mit Verstärkung der Armee? Dann gibt's hier noch Bewegungsreichweite auf der Kampagnenkarte. Aber ich hatte ja gesagt, dass wir uns jetzt hier mal so ein bisschen, nur so ein bisschen auch mal jetzt hier um diese Technologien kümmern wollen. Das hier haben wir jetzt auch schon gesagt, das bringt uns mehr Nahrung. Das hier bringt uns die Kanalisation, die Urbs oder die Urbs, Zisterne, zivile Docks. Das würde uns dort hinten hinführen. Was haben wir hier noch? Skriptorium, Gymnasium, Meisterhändler, Markt. Das hat alles jetzt hier ziemlich, ja, logischerweise wirtschaftlich. Alternativ könnten wir die landwirtschaftliche Kolonia hier anstreben. Das finde ich eigentlich gar nicht mal so blöd. Dauert zwar relativ lang, aber bringt ganz schön was. Wir machen jetzt diese Forschung. Genau. So, die sind immer noch hier. Von den Sabinern jetzt hier auch aufgedeckt. Meine Truppe hier regeneriert immer noch fröhlich vor sich hin. Und wir können mit denen jetzt hier angreifen. Allerdings möchte ich mir noch mal ein paar Söldner dazu, dazu holen. Bei der Situation. Wie wäre es hier nochmal mit Söldnerhopliten? Oder einfach nochmal ein paar Söldner Toxotei. Wie viel Schaden machen die? Schüsse pro Minute 6, Reichweite 125. Ist nicht ganz so weit wie die anderen. Das ist eine schwierige Entscheidung. Die haben halt eine gute Grundmoral. Ne, warte mal, die Grundmoral von denen ist sogar die Scheiße. Die Grundmoral von den illyrischen Plünderern ist sehr viel besser. Aber dafür sind die illyrischen Plünderer schlechter. Hm. Schüsse pro Minute 7, Munition 7. Das heißt, in einer Minute sind die leer. Wir machen das so. Und jetzt gehen wir ran hier nach Taras. Mhm. Erstmal belagern wir. Wie weit muss ich da rüber? Bis hier. Genau, wir denken jetzt nur an den Triumph. Und der Triumph ist mit diesen Truppen hier deutlich leichter zu erreichen. Sehr viel leichter. Dankeschön. Attacke. Tschüss. Wir hatten ja gerade schon einen Kampf. Ich will jetzt nicht schon wieder so eine verbuggte Nummer haben. Kann man hoffentlich verstehen. So, damit gehört uns jetzt hier diese Stadt. Ich finde es sehr, sehr schön. So, wir bauen hier jetzt sofort hier um in das Municipium. Okay. Wir müssen einiges hier umbauen und einiges zerdeppern. Das baue ich hier wirklich eins zu eins um. Machen wir aus einem Schrein des Jupiter. Das hier muss ich zerschlagen, leider. Und schon war mein Geld weg. Alle Männer hier werden ihre Pflicht erfüllen. Schon war das Geld weg. Aber egal, uns gehört jetzt hier dieses Städtchen. Und das wird jetzt schwierig werden für Taras, diese Situation jetzt hier wieder irgendwie umzudrehen. Nahkampfwaffe für alle Einheiten. Fähigkeit steht zusammen. Gravitas, was bringt das hier nochmal? Ermöglicht sammeln, motivieren, öffentliche Ordnung. Machen wir mal das. Ich möchte nur mal... Die haben ja nichts. Die haben ja wirklich nichts. Gucken wir nochmal. Finden wir da noch irgendwie eine Truppe? Also es dauert nicht mehr lange. Wir haben Taras erledigt. Taras wird nicht mehr lange ein Dorn im Auge sein. Mhm. Wo war denn dieser Angriff? Hier irgendwo, ne? Barion, genau. Das ist interessant. Dann wird... Wir müssten eigentlich hier haben, Hastati, ein... Ach, jetzt haben wir das! Weil wir es gerade eben, glaube ich, erst umgebaut haben. Jetzt haben wir einen Trupp Hastati, einen Trupp Prinzess, einen Trupp Roari, zwei Akensi und zwei Levis.
Interessant. Ja, die werden jetzt auch nicht mehr kommen, wenn sie schlau sind. Kann ich Taras endlich unterwerfen? Das geht, glaube ich, so nicht, ne? Nichts ohne weiteres. Ich verstehe, dass die mich kacke finden. Seid gegrüßt. Verschwendet keine Zeit mit schlecht gewählten Worten. Die hättet ihr mit Baden verbringen sollen. Das wird aber ganz schön frech. Die wollen immer noch kein Klientelkönigtum werden. Ja, dann ist es um euch geschehen. Es war schön mit euch. So, was ist mit denen? Das ist runtergegangen. Die Expansionspolitik gefällt ihnen nicht. Hey, ich kann nichts dafür. Der Krieg kam zu mir. Seid willkommen und sprecht frei und ohne Angst vor Konsequenzen und Gefahren. Ich bin mein total unschuldig, ich schwöre. Und braucht eure Waren nicht für materiellen Wohlstand. Also die, man merkt, dass die, unsere Expansionspolitik echt ein Problem darstellt für unsere Kollegen hier. Die Herniker haben auch ganz schön Landgewinn gemacht. Das ist aber so ein Flickenteppich des Todes. Na gut, beenden wir die Runde. Wie gesagt, wir beenden die Runde. Oh, der hat auch nochmal hier ein Level-Up gemacht. Ich muss jetzt nur noch dieses eine Städtchen hier unten holen, dann haben wir nochmal eine komplette Provinz. Wir haben ja leider bis jetzt nicht viele, die richtig komplett sind. Das ist ja unser Hauptproblem. Aber ich behaupte, dass diese Legion es hier schaffen dürfte. Okay, nein, sie schaffen es nicht. Nicht, wenn sie jetzt hier gerade eben von lauter Agenten angepisst werden. Entschuldigung, aber ist doch so. Schnief! Und wir dürfen nicht vergessen, dass die Sezession auch wieder vor den Toren steht. Unangenehmerweise. Elendsviertel, wo denn? Militärstörung, ja, ja, ja. Rang erhöht, das gucken wir uns gleich an. Ja, es ist halt so scheiße, dass die sich halt bilden, nur weil du nicht sofort was bauen kannst. Muss jetzt hier so. Hier muss ich jetzt wirklich auch sofort was bauen. Und zwar sowas hier. Oder? Ich möchte sowas hier da bauen. Und in Rom habe ich anscheinend auch Elendsviertel, oder? Irgendwo habe ich Elendsviertel festgestellt. Nee. Ich weiß, dass wir irgendwo ein Elendsviertel hatten. Also unabhängig von dem hier. Roma nicht. Hier nicht. Öffentliche Ordnung ist ja nicht für dich in Ordnung. Oh, hier! Weg mit. Erstmal machen wir das hier weg. Müssen wir nächste Runde noch was draus machen. Okay. Noch andere Provinz. Warum sollte mich das interessieren, was hier unten abgeht? In Syrakus? Also in Sizilien? Ich weiß es nicht. Das Spiel hat mir immer Vorstellungen. So, machen wir erstmal das hier zu. Ich habe minus 11 Nahrung? Why? Das ist schlecht. Wir machen jetzt erstmal hier einen solchen Hafen. Das ist unglaublich schlecht, was hier gerade passiert. Helfen. Jetzt nehmen wir den Scheiß halt noch schnell ein. Könnte sein, dass es uns ein paar Truppen kostet, aber ist mir egal. Ich möchte, dass wir es hier schnell erledigt haben. Endlich mal neue Gegner sehen. Aber wir haben ja nicht mal wirklich was verloren. So, minus 13. Das wird immer geiler hier. Kostet alles Nahrung. Die ich momentan nicht aufbringen kann. Zack. Wir zerschlagen das, zack, wir zerschlagen das. Das ist eine teure Phase gerade eben, unserer Existenz. Oh. Die Sabiner haben sich das jetzt hier schon einverleibt. Dafür stehen die jetzt nochmal hier rum. Hier rum, darum, larum.
Warum habe ich... Ich muss mir noch mal hier die Dingens angucken. Irgendwas ist da... Hartimim, Elendsviertel, Bau abgeschlossen, Ringenmark, die Reflexe, bla bla bla. Verursachte Militärumsturz, Eigenschaft erhalten. Inspirierte Bevölkerung. Ach so. In eurem Land besteht eine Nahrungsmittelknappheit. Die Menschen hungern und Gerüchten kursieren, dass ihr als Anführer versagt habt. Provinzen, die besonders... Ja, ja, wir haben eine Nahrungsmittelknappheit, weil wir diese ganzen Provinzen eingenommen haben. Ich sollte definitiv was dagegen tun. Irgendwelche Sachen bauen. Aber das können wir das nächste Moment... Irgendein Charakter hat anscheinend einen Level-Up. Die hier. Einerseits er. Nahkampfabwehr ermöglicht sammeln. Ja, hin mehr Hingabe ist auch gut. Und jetzt hier der Begleiter. Zolleinnahmen. Fraktionsweit. Handels... Anreizerlass. Plus 10% Wohlstand aus allen Handelsgebäuden. Lokale Provinzerlasse. Wachstum pro Runde. Ich tue einfach das jetzt ihm noch geben. Und dann beenden wir mal die Runde. Und hoffen mal, dass wir nächste Runde noch nicht alle verhungert sind. Erhabener Meister. Aha. Das war wahrscheinlich, weil ich das dem hier gerade beigebracht habe. Die schon wieder... Da ist ja gar nichts sonst dabei. Da habe ich ja gar keine Chance. Ist ja doof. Warum habe ich da keine Chance? Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, was die da angreifen. Haben die nur den Hafen angegriffen? Geht das? Nur den Hafen angreifen? Ja, ich sehe, dass es eine entscheidende Niederlage ist. Können die das einfach so erobern? Verschleißbericht. Also jetzt haben wir halt wirklich ein echtes Problem mit der Nahrungsmittelknappheit, ne? Ich muss jetzt echt Nahrung bauen. Braucht ihr jetzt endlich mal das, was ich will? Ich möchte, dass ihr Nahrung anbaut, Leute. Hier haben wir noch mehr Nahrung dadurch. Wir brauchen jetzt Nahrung, und zwar nicht zu knapp. Unter Umständen muss ich ja auch Dinge umbauen. Die öffentliche Ordnung ist ja ohnehin schon viel so gut. Ne, das macht nur Wohlstand. Ich brauche eigentlich... Das ist ja schon auf dem Maximum. Das ist schon bei 6... Ein Wirtshaus. Braucht halt 3 Runden. Muss echt gucken, dass ich jetzt hier Nahrung produziere. Schnell. Im schlimmsten Falle muss ich halt irgendwo plündern noch. Ach, shit. Muss wieder verhindern, dass hier Elendsviertel entstehen. Das kommt ja auch noch dazu. Ist gerade ein bisschen stressig. Wir warten auf einen Befehl. Ja, unsere Truppen schwinden gerade so ein bisschen. Kann ich hier irgendwie plündern gehen? Hilft mir das dann? Wahrscheinlich nicht. Ach du Arzt. Meine Streitkräfte gehören euch. Ihre Tage sind gezählt. Kann ja wohl echt nicht wahr sein. Die haben das einfach jetzt hier eingenommen. Jetzt habe ich mich auch schon... Ich habe mich schon gewundert, warum da bloß eine Flotte war. Ja, dann ist das jetzt halt so. Die werden jetzt eh verhungert. Ey, unglaublich, ohne Witz. Wir müssen jetzt Nahrung produzieren.
Ich hoffe, wir kriegen das so schnell wie möglich hin. In der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Wir werden sehen. Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit. Tschüss und ade.